etwas hängen geblieben. Bei Dings. Ach du meine Scheiße. Ja gut, die Kurve hier raus zu. Ach nein. Hier ist auch ein Parkplatz, okay, das ist schon mal interessant. Obwohl das easy da rauszukommen. Aber schon mal interessant, dass es ja auch ein Parkplatz ist. Das heißt, man kann hier auch schlafen. Das ist gut zu wissen für die Zukunft. Noch sollen wir nicht. Kilometer geht ja noch einigermaßen. Ich denke, wir werden heute auch so ungefähr mindestens 5 Folgen fahren. Wir haben 19 Uhr, das heißt, es wird nochmal dunkel werden. Wir fahren 4 Stunden, das heißt, wir sind. Wo sollen wir denn da sein? Wobei, ja, gut, dann bewahre ich mir das auch wirklich für die neue Season auf. Das war halt im Rahmen, wenn wir da sind, in dem Rahmen, wo wir erwartet werden. Das wird das dann in den gehaltenen Seasons so als Termin quasi sehen, so nach dem Motto, dann ab von dann bis dann sollst du da sein, so nach dem Motto. Es ist ja prinzipiell ein Termin, also wir es halt auch wirklich so als Termin ausspielen. Durch den Tunnel. Das vergessen wir den ganzen Tunnel, das ist ja hier so, das hier in dem Gebiet, wo wir starten, wo wir vermutlich relativ häufig sein werden. Dass es hier dann doch schon das ein oder andere Tünnelchen gibt. Soll ich mir beim nächsten Mal irgendwie angewöhnen, mit irgendwas zu trinken mitzunehmen? Aber gut, dann halte ich halt die knapp 2 Stunden auch mal ohne aus. Bremse mal mit Motorbremse runter. Ist ja auch mal ganz angenehm. Ich sollte vielleicht mal gucken, ob es irgendwie eine Mod gibt, die damals oder die vielleicht auch jetzt erst rausgekommen ist, aber die immer noch, die auch mit der alten Version kompatibel ist, dass wir dann nicht Central European Summertime stehen haben. Denn die CEST, die ist ja nicht mehr da, sondern das ist ja gerade die CET. Gar nicht mitbekommen.
natürlich wieder typisch, ne? Wenn ich Eurotruck Simulator oder sonst was streame, kommt dann natürlich wieder die Sonne raus. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich mir Sonnenbrille vom PC hocke. Das, ich sehe es schon kommen. Ah, das ist nicht hier 50, ja, ne? Ja. Aber es fällt mir auch, das ist mir schon bei American Truck Simulator aufgefallen. Wir fahren ziemlich viel, aktuell natürlich noch, aber wir werden auch wahrscheinlich noch etwas länger vermehrt hier in ETS 2 Staffel 3 Reloaded auf Landstraße fahren. Das ist halt einfach. Ja. Der. Ja, Lokalität ist ja nicht wirklich. Nennen wir es mal einfach Lokalität oder der Lokalisation, wie auch immer. Also halt einfach vom Startpunkt, am Startpunkt, dass es halt hier doch schon vermehrt Landstraßen sind und wir halt deswegen, ja, wahrscheinlich bis wir unseren eigenen LKW haben werden. Oh, Herbstmod kann ich reinpacken. Das ist eine gute To-Do-Liste für den nächsten Stream. Weil das wäre doch schon ganz sinnvoll. Ich meine, das kann man ja immer noch machen. So eine Mod, die Jahreszeiten so verändert, das kann man doch schon machen. Sollte ich mir mal gleich nach dieser Folge notieren. Das ist dann, oh Gott, ab Folge, ja, vermutlich 11, je nachdem. Dass es dann ab dann auch Herbst gibt. Ja, ja, ja. Dann haben wir nochmal 26 Tonnen Essig. Es könnte. Es geht ja noch einigermaßen. Wobei ist halt doch schon einiges. Ich glaube, das geringste gibt was in für Eurotruck Simulator 2 soll schon mäßig sind, ja, glaube ich, 8 Tonnen. Wenn ich mich nicht täusche. Deswegen mal, wie war das? Ich glaube, bei American Truck Simulator sind das, glaube ich, 23.000 Pfund. So die geringste Ladung an Gewicht. Wieder ein Gewitter, weil Sommer und so. 21 Uhr, Herbst, Sommer, Gott, Hitzegewitter oder sowas. Wie viel Grad haben wir das denn überhaupt? 20 Grad. Und plötzlich so wenig an Geschwindigkeit.
guck mal, ob ich hier ein Dings finde, ein Jahreszeiten. Ein Jahreszeiten-Changer. Ich wollte gerade sagen, ein Jahreszeiten-Veränderer. Euer Schloss, ich glaube, ich kenne Donner. Ich höre keinen Donner. Wir können jetzt mit den Tunneln ja 50 sogar. Ja. 50, richtig. Eieiei. Na toll. Und noch 88 Kilometer noch durch diese Spaghetti hier durch und dann sollten wir es ja schon. Dann sind wir ja schon fast da. Sonne wäre wahrscheinlich nicht so, sondern das so das Problem, wenn ich das Spiel auf den helleren Monitor packen könnte. Aber naja, ist halt wie es ist. Schaltet? Scheinbar nicht. Laut.
brauchen noch 100.000 plus minus. Also ich meine, es waren 120.000, 130.000. Wir haben es bald geschafft. Wir sollten es bald geschafft haben. So, ich weiß, dass hier gleich ein Dorf kommt mit einem Blitzer. Deswegen bleibe ich erstmal bei 50 Kilometer pro Stunde. Oder? Nee, war es doch nicht hier? Nee, das ist noch eine andere Kurve. Nevermind. So viel zum Thema, ich weiß, es kommt richtig doof. Ah doch, Armut. Schon, wir wollen Armut. Nevermind. Das ist nämlich. Ah, da war ja was. Ich bin mir ganz vergessen, wo wir hinfahren. Dieser Blitzer, das ist echt übertrieben. Demnach verdienen wir noch so knapp 3.500 mit dieser Tour. Läuft. Läuft ins Rote, aber läuft. Ja, gut. Das war eigentlich auch nicht geplant. Eigentlich wollte ich ja stehen, aber gut. Die sind halt noch weniger. Habe ich kein Problem mit. Ja, bin ich blöd? Wo müssen wir denn hin? Ernsthaft dahin? Sag ich mir ernst. Ah, das ist schon wieder lachhaft. Das haben wir nie im Leben hin. Na gut. Das wollte ich nicht. Dann müssen wir das halt jetzt in diesem Fall so machen. Oh Gott. Das ist einfach viel zu schnell, die Flying Speed. Bleibt uns halt leider nichts anderes übrig. Aber das wird wahrscheinlich nicht. Das ist ja nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ganz vergessen, ich hätte den Schlüssel noch hier gehabt in der Tasche. Na, Essig von den Bergen nach Armut. Gefahrenstrecke 260 Kilometer. 5 Stunden. Haben wir gebraucht, 1000
1000, genau. 174 Liter Verbrauch. Wir haben 4783 naja, bekommen und noch ein bisschen mehr ausgegeben. Also, ja, noch ein ordentliches ausgegeben und 345 Erfahrungspunkte bekommen.